völligen Eskalation der Lage geführt hat. Das Ganze hier nimmt noch richtig Fahrt auf. Ich verrate vielleicht noch nicht wie viele, weil nachher klappt es vielleicht nicht. Fahren wir aber erstmal zum Matterhorn. Der nächste Meilenstein wartet auf seine Verkündung. Es härter als erwartet. Da hagelt es dann jeden Tag Höhenmeter. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehabt. Meine Komfortzone endet so bei 20 Grad. Wir ziehen das Ganze jetzt durch. So, das große Finale beginnt. Hallo zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr im Vorspann schon gesehen habt, wird es diese Woche sehr heiß, sehr abenteuerlich und es sind sehr viele Höhenmeter zu erwarten. Ich nehme euch nämlich mit durch meinen letzten Belastungsblock im Training vor den nun folgenden Rennen. Und wir beginnen doch einfach direkt mit der Ruhetagsaktivität und schalten zum Montag, und zwar zum Klettersteig nach Bobhardt. So, heute aktive Gestaltung des Ruhetags. Wir sind heute am Klettersteig in Bobhardt. Das wollte ich schon immer mal machen. Und es geht auch schon direkt los. Das ist schon so im 12. Grad, oder? Okay, ich habe mich aufgrund der dramatischen Lageverschärfung dazu entschieden, doch meinen Klettergurt und mein Steigseil anzuziehen. Ja, sicher ist sicher. Ich meine, klar, ist jetzt nicht hochalpin, aber egal wo du stürzt, es geht vielleicht da nicht gut aus. Deswegen ist es sicherer mit Set und ich finde es eigentlich ganz cool, das auch nochmal zu üben. Man macht es ja nicht so oft, aber bevor man es dann in den Bergen macht, übe ich es hier nochmal. Ich wollte mich gerade anseilen, aber dann habe ich gemerkt, dass gar keine Gefahr in Verzug ist. Das Ganze hier nimmt noch richtig Fahrt auf. Es wird richtig abenteuerlich. Gut, dass wir am Seil hängen. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass meine Beine heute ganz schön schwer sind. Vielleicht sollte ich euch an der Stelle noch kurz erzählen, warum ich so schwere Beine habe. Und zwar ist Montag der Tag nach der Landesmeisterschaft im Mountainbike-Marathon. Und das lief bei mir tatsächlich ganz gut, denn ich konnte mir den Landesmeistertitel in der Elite-Klasse sichern. That's all right by me. I got everything that I need. But there is breakneck, paycheck, rat race. What's next? I'm tired of feeling like a small fish in a big pond. I think I'll go back where I came from. Everybody knows my name. Hättet ihr sowas im Mittelrheintal erwartet? Schon sehr hochalpin. Wie findest du's? All my friends are still the same. I guess this road life, it can just ride like a bonfire on a cold night. Yeah, you can keep your 9-to-5, 'cause I'm happy with. So, einige werden vielleicht fragen, ob man hier denn ein Klettergurt und Steigset braucht. Ich würde sagen, empfehlen würde ich es für Anfänger oder Einsteiger auf jeden Fall. Wenn ihr da auf der Suche nach was Gutem seid, ich habe hier so ein ganz leichtes, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein. Und ja, Helm braucht man keinen, weil Steinschläge von oben sind hier nicht zu erwarten. Ich habe gerade gesehen, dass wir tatsächlich auf der Marathonstrecke von gestern unterwegs sind. Crazy! I think I'll go back.
schlang uns derweil recht erfolgreich durchs Unterholz. Ja, mittlerweile aufgrund unserer Unaufmerksamkeit den korrekten Wanderweg verlassen und sind jetzt einfach irgendwo im Nirgendwo. Wir wissen selber wieder nicht, was zur völligen Eskalation der Lage geführt hat. Es ist aber so, dass ich mich manchmal frage, warum man nicht einfach mal Sachen machen kann, die andere Leute auch machen. Also sowas Normales. Und wie war's? Ja, ganz gut. Also eine Verkettung unglücklicher Umstände hat dazu geführt, dass wir leider den Wanderweg verlassen haben und es dann eher so einer leichten Durchschlageübung glich. Aber ich konnte es auch nicht filmen, weil ich brauchte beide Hände zum Festhalten, zum Überleben. Wir haben es überlebt, deswegen war ganz cool. Wenn ihr es macht, bleibt auf dem Wanderweg. So viel dazu. Ihr hattet euch ja gewünscht, dass ich euch auch mal mitnehme durch einen radfreien Tag, beziehungsweise wolltet ihr sehen, was ich so alles an einem Ruhetag mache. Aber jetzt springen wir schnell aufs Bike und starten mit dem ersten Trainingstag der Woche. Heute ist Dienstag. Ich habe heute Morgen schon Krafttraining gemacht, habe dabei gemerkt, dass die gestrigen Wander- und Kletter-Eskapaden leichten Muskelkater in den Waden verursacht haben. Aber das soll mich nicht davon abhalten, jetzt Rad zu fahren. Deswegen ziehe ich mich mal schnell um. So, das ging fix. Ich habe irgendwie so richtig schwere Beine. Ich glaube, das sind die Nachwirkungen von Sonntag. Ich glaube, so eine Kombi aus Überhitzung, Dehydrierung und Kaloriendefizit sorgt 2 Tage später für einen schlechten Trainingstag. Erbarmungslos, die Sonne brutzelt erbarmungslos vom Himmel. Seit Wochen. Ich meine, ich will mich ja nicht über das Wetter beschweren. Ich mag ja auch den Sommer. Aber diese Hitze, wenn man dann bei jeder Einheit irgendwie so medium gar wiederkommt, bisschen kühler, finde ich gut. Also meine Komfortzone endet so bei 20 Grad, ab 21 Grad wird es schon kritisch. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerne bei Hitze trainiert oder ob ihr es auch lieber kühler mögt. Die Regeneration zu beschleunigen, befolge ich meine eigenen Tipps und nutze kaltes Wasser. Also momentan übersteigen die Tageshitztemperaturen ja die Körperkerntemperatur, deswegen muss man für Kühlung sorgen. So, 2 Stunden Trailride sind absolviert, deswegen sehen wir uns morgen wieder und dann machen wir was ganz Cooles. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann bleibt unbedingt dran. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, dann freue ich mich mega über einen Daumen nach oben. Für unser besonderes Vorhaben starteten wir einen kleinen Roadtrip mit unserem Van und zwar in den Schwarzwald. Dort hatten wir uns 2 Anstiege rausgesucht mit ordentlich Höhenmetern, richtig lange Anstiege. Und unsere Mission war eben, dass wir nochmal richtig viele Höhenmeter fahren als Vorbereitung für die nun folgenden Alpenrennen. Aber reden wir nicht lang rum, schalten wir direkt an den ersten Anstieg.
Was haben wir vor? Was wir vorhaben? Heute fahren wir Höhenmeter. Ich verrate vielleicht noch nicht, wie viele, weil nachher klappt es vielleicht nicht. Wir haben uns als extra einen Anstieg im Schwarzwald rausgesucht. Ich kenne ihn allerdings selber noch nicht, deswegen sehe ich es jetzt auch gleich zum ersten Mal. Bin gespannt. Erster Durchgang, check. 6,4 Kilometer mit 530 Höhenmetern in 37 Minuten. So Leute, wir haben so gerade den ersten Meilenstein erreicht, und zwar die 1000 Höhenmeter auf 19 Kilometer mit einer Fahrzeit von 1,24. Ich habe heute übrigens Hardtail genommen. Heute auf Teer will ich die Leistung in maximalen Vortrieb verwandeln. Runde 2, check. Wir haben nun knapp 20 Kilometer in 1,27 und 1,053 Höhenmeter. Für alle, die sich jetzt fragen, in welchem Bereich, also in welcher Zone ich das fahre: obere Ausdauer, Fat Max, also der Bereich, wo ich am meisten Fett verbrenne. Es ist so heiß, mir tropft der Schweiß aus Oberrohr. Ich glaube, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehabt. So Leute, Runde 3, check, fast 1600 Höhenmeter auf 32,5 Kilometern in 2 Stunden 15. Und wie fühlst du dich nach 3 Durchgängen? Ja, nicht mehr so frisch. Es ist härter als erwartet. Der nächste Meilenstein wartet auf seine Verkündung. Und zwar haben wir jetzt 2000 Höhenmeter. Ich sehe den Ausblick jetzt zum vierten Mal. Wir haben jetzt 3 Stunden, 5 Minuten, 2100 Höhenmeter auf 45,5 Kilometern. Jetzt geht's wieder abwärts. So, wir haben nun 2500 Höhenmeter in 3 Stunden 45. Und jetzt sind wir dem anvisierten Tagesziel ja doch ein ganzes Stück näher gekommen. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen das Ganze jetzt durch. Fünfmal hochgefahren. Ich sage euch kurz die Daten. 2630 Höhenmeter, 3 Stunden 54 Minuten und 58,5 Kilometer. Aber ich zeige euch jetzt mal den Ausblick, weil der ist echt schön. Ich würde sagen, da fühlt uns sich doch jeder Höhenmeter, oder? So, das große Finale beginnt. Runde 6, es fehlen noch 370 Höhenmeter. Klingt erstmal harmlos, kann sich aber am Ende dann doch noch ganz schön ziehen. Mission erfüllt. 3000 Höhenmeter in 4,5 Stunden auf 67 Kilometern. Jetzt bin ich doch ein bisschen stolz. Und jetzt wird es Zeit für eine Abkühlung. Das ist gut. Hättest du gedacht, dass du es schaffst? Aufgrund meiner körperlichen Konstitution und den äußeren Witterungsbedingungen dachte ich erst nein. Bis zur Hälfte habe ich auch gezweifelt, aber dann habe ich mich gefangen und dachte mir, jetzt ziehen wir es durch. So.
Der zweite Trainingstag der Woche und damit der erste Höhenmeter-Trainingstag im Schwarzwald wurde erfolgreich beendet und nach einer ruhigen Nacht. Ja, Stellplatzromantik am Sportplatz. Wir hatten aber eine sehr ruhige Nacht und wir haben hier sogar einen eigenen Bachzugang. Heute haben wir Großes vor und zwar fahren wir jetzt ins Matterhorn. Ging es am nächsten Morgen direkt weiter zum nächsten Anstieg. Neuer Tag, neuer Anstieg, gleiches Spiel wie gestern. Höhenmeter machen. Bevor es losgeht, fahren wir aber erstmal zum Matterhorn. Matterhorn angekommen. Bisschen kleiner wie das echte, aber schön. Da geht übrigens unser Anstieg hoch. Mission des heutigen Tages, 2000 Höhenmeter. Das heißt den Anstieg viermal und ein bisschen hochfahren. Ich werde euch über die Zwischenstände auf dem Laufenden halten. Einige von euch werden sich jetzt sicher fragen, ob das nicht ein bisschen öde und ein bisschen langweilig ist, immer wieder an einem Anstieg hoch und runter zu fahren. Ja klar, jeden Tag würde ich das jetzt auch nicht machen, aber ich finde das ab und an im Training eigentlich ganz cool, weil dann hat man einfach einen Anstieg, man weiß genau, was zu tun ist, man kann in seinen Bereichen fahren und ein hochqualitatives Training machen. Deswegen finde ich, ist es ab und zu mal ganz cool. Damit wäre diese Frage also geklärt und wir geben wieder ab zur Strecke. Höhenmeter, check, Hälfte ist rum. Auf 30 Kilometer in 1,35. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich freuen soll, dass die Hälfte rum ist oder ob mir eher Angst davor ist, dass es nochmal alles kommt. Heute in genau einer Woche ist die erste Etappe der Alpenprofi. Puh, da hagelt es dann jeden Tag Höhenmeter. So, ein letztes Mal am Fuße des Anstiegs im Tal der Murg. Geht jetzt ein letztes Mal hoch. So, es ist vollbracht. Die letzten Höhenmeter sind immer die härtesten. Wir sind jetzt ins Gelände gewechselt. Haben jetzt 2002 Höhenmeter in 3 Stunden 14 auf 57 Kilometern. Mission erfüllt und ich würde sagen, ich gebe nach diesem harten Dreierblock nochmal ab. Und so endete dann der letzte harte Dreierblock vor den nun folgenden Alpenrennen. Recht erfolgreich mit 180 Kilometern, 11 Stunden und knapp 6000 Höhenmetern. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Einblick in meinen Trainingsalltag gefallen. Wenn ihr mehr solche Vlogs wollt und solche Einblicke ins Training, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich da vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Abo und Like nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Geht schon los? Okay. Habe ich da noch Sonnencreme? Sonnencreme ist wichtig bei der Hitze.